Initiative und Mut. Genau diese Eigenschaften beweist Christian Payer seit genau 10 Jahren. Damals gründete er das Unternehmen NetLens. Seitdem hat man sich immer stärker auf dem IT-Markt etabliert und beschäftigt heute 10 Mitarbeiter in Schweinfurter Maintal. Grund genug für die CSU, das Unternehmen auszuzeichnen. Die Firma NetLens überzeugt durch individuelle IT-Lösungen mit Weitblick, hat ein sehr gutes Dienstleistungsangebot. Chris Payer hat 10 Arbeitsplätze geschaffen, hat als sehr junger Mann ein Unternehmen gegründet, hat damit sehr viel Mut bewiesen und ist deswegen ein Mittelständler, der für uns alle Vorbild ist. Und deswegen wird er heute mit dem Mittelstandspreis ausgezeichnet und ich gratuliere ihm zu diesem Erfolg ganz, ganz herzlich. Übergeben wurde der Preis von Peter Wanselow, dem Kreisvorsitzenden der Mittelstandsunion. Natürlich ist der Jungunternehmer Christian Payer über so viel Anerkennung froh. Ja, was heißt stolz? Also natürlich erfüllt es einen ein bisschen mit Stolz. Ich denke, es ist so, ja, kann man sagen, etwas die Belohnung für die Kontinuität der letzten 10 Jahre. In ihrer Laudatio lobte die EU-Abgeordnete Anja Weisgerber in erster Linie das Engagement des jungen Unternehmers, wies aber auch auf die Bedeutung Europas für den Mittelstand hin. Jeder 5. Arbeitsplatz hängt von diesem europäischen Binnenmarkt ab und über 60% unserer Exporte, auch der mittelständischen Betriebe, geht in den europäischen Binnenmarkt. Es werden Handelshemmnisse abgebaut und davon profitiert die Wirtschaft, aber auch die Arbeitnehmer. Wer mehr über die Tätigkeiten der NetLens EDV Consulting GmbH erfahren möchte, findet weitere Informationen auf www.netlens.de.